Gib dich so, wie du bist, sonst gibst du mir nichts. Nimm mich so, wie ich bin, sonst nimmst du mir alles. Das hat der Ernst Ferstel, ein österreichischer Lehrer und Dichter, gesagt. Zum heutigen Kirchensonntag begrüsse ich euch alle ganz herzlich. Er steht unter dem Motto: sorgsam miteinander leben. Die glatten Gäste sind Martin Friedli, Geschäftsführer Friedli Metallbau AG, grosser Gemeinderat. Martin Witwer, pensionierter Handwerker, seit 14 Jahren im Rollstuhl. Daniela Schär, seit 25 Jahren steht sie im Leben zwischen Normalität und Flexibilität. Musikalisch Gestaltung durch die Musikschule Oberemmental unter der Leitung von Ueli Kipfer. Die Organistin ist Renate Kiener-Heuby, die Sigristin Priska Gerber, die Lektorin Delina Rohrbach. Das Gottesdienst-Vorbereitungsteam sind Kirchgemeinderätin Beatrice Täschler, Andrea Zürcher, Christine Portmann. Die beiden Kirchgemeinderäte Michael Streit und Daniel Wehren. Unterstützt bei der Vorbereitung hat uns Pfarrerin Manuela Grossmann. Mein Name ist Therese Blasimann. Liebe Anwesende von nah und fern, unsere Gesellschaft ist auf ein sorgsames Miteinander angewiesen. Wir brauchen die Aufmerksamkeit und die Zuwendung im persönlichen Umfeld. Nicht nur in einer Krisensituation, wie wir gerade mit drin stecken, in Zeiten von unüberbrückbaren Hindernissen. Nein. In einer Gesellschaft von der drohenden Vereinsamung der jüngeren und der älteren Generation, der Gesunden und der Gebrechlichen, der Verheirateten und der Singles, der Begnadeten und der Menschen mit einer Beeinträchtigung, ist es Sorge haben zueinander etwas ganz Wichtiges und Wertvolles. Theologin und Professorin Dr. Lita Bassett hat sie so gesagt. Ich zitiere: Grundvoraussetzung dafür ist Empathie. Diese Gabe ist uns allen in die Wiege gelegt. Gemeint ist Empathie als Mitgefühl, als Haltung der Sorgsamkeit. So gesehen ist unser eigenes Mitgefühl ein Geschenk, das wir annehmen oder auch ablehnen können. Es gibt diese zwei Möglichkeiten. Ich lasse mich von etwas oder jemandem berühren oder es lässt mich kalt. Ich wünsche uns allen ein nachhaltiges, sorgsam miteinander leben.
Gebet. Wir beten. Ich bin da, Gott, und du bist auch da. Das ist wunderbar. Mehr braucht es nicht. Ich bin, wie ich bin, und du bist auch so, wie du bist. Das reicht. Manchmal will ich zwar schon mehr, das ist normal, aber ich habe meine Grenzen, das ist auch normal. Und vielleicht ist es sogar wunderbar, dass ich Grenzen habe, Gott. Dann muss ich nicht dich spielen, das ist eine Überforderung. Ich bin Mensch und du bist Gott. So soll es sein. Amen. Zum Kirchensonntag gehört, dass der Synodalrat für das ganze Kirchengebiet ein Thema vorgibt und dass die Pfarrpersonen nur begleitend mitwirken. Diesmal ist das Thema vom Synodalrat sorgsam miteinander leben. Ich möchte euch zum Einstieg eine Passage aus der Geschichte vom kleinen Prinz vorlesen. Der kleine Prinz sagte: Ich suche Freunde. Was heißt zähmen? Das ist eine in Vergessenheit geratene Sache, sagte der Fuchs. Es bedeutet, sich vertraut machen. Gewiss, sagte der Fuchs, du bist für mich doch nichts weiter als ein kleiner Knabe, der 100.000 kleinen Knaben völlig gleicht. Ich brauche dich nicht und du brauchst mich ebenso wenig. Ich bin nur ein Fuchs, der 100.000 Füchsen gleicht. Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzig sein in der Welt. Ich beginne zu verstehen, sagte der kleine Prinz. Der Fuchs verstummte und schaute den Prinzen lange an. Bitte, zähme mich, sagte er. Ich möchte wohl, antwortete der kleine Prinz, aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss Freunde finden und viele Dinge kennenlernen. Man kennt nur Dinge, die man zähmt, sagte der Fuchs. Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in Geschäften.
aber da es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben die Leute keine Freunde mehr. Wenn du einen Freund willst, so zähme mich. Was muss ich da tun?", sagte der kleine Prinz. "Du musst sehr geduldig sein", antwortete der Fuchs. "Du setzt dich zuerst ein wenig abseits ins Gras. Ich werde dich so verstohlen aus den Augenwinkeln anschauen und du wirst nichts sagen." Die Sprache ist eine Quelle der Missverständnisse. Aber jeden Tag wirst du dich ein bisschen näher setzen können. "Adieu", sagte der Fuchs. "Hier ist mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen", sagte der Fuchs. "Aber du darfst sie nicht vergessen. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast." Was nehmen wir aus dieser Geschichte? Warum habe ich gerade die ausgewählt zum Vorlesen? Ich finde, sie zeigt schön auf, was man mit Empathie erreichen kann. Empathie als Mitgefühl, als Haltung der Sorgsamkeit. So gesehen ist unser Mitgefühl ein Geschenk, das wir annehmen oder ablehnen können. Und so gibt es zwei Möglichkeiten. Ich lasse mich von etwas oder jemandem berühren. Oder es lässt mich eben kalt. So steht es im Vorwort zu dem Kirchensundi. Und auch der kleine Prinz hat eine von diesen zwei Möglichkeiten für sich gewählt. Accident. Freak. Thank you.
Do you live here now? Yeah. Hello? I know you're there. Why won't you talk to me? Memory stank. What a mess. What's this? Got no shame. Get off. It's my granddad's. All the more reason to bin it then. Whoops. Thanks.
möchte euch ganz herzlich zu unserem Gesprächsaustausch begrüßen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir für den heutigen Gottesdienst drei so spannende Gäste gewinnen konnten. Das sind alle drei leben mit einem Handicap, mit einer Einschränkung und sind besonders auf ein Toleranz- und sorgsames Miteinander angewiesen. Das sind Martin Friedli, er ist Geschäftsführer der Friedli Metallbau AG und Mitglied des Grossen Gemeinderats. Wir haben Daniela Schär, sie ist vertretend für ihren Sohn, der Stefan, da. Sie führen seit 25 Jahren ein Leben zwischen Normalität und Flexibilität. Und was das bedeutet, wollen wir jetzt gerade zusammen klären. Und wir haben Martin Wittwer, er ist pensionierter Handwerker und seit 14 Jahren auf einen Rollstuhl angewiesen. Wir haben jetzt gerade zusammen den Film «Der Bau» schauen. Er wird die Grundlage bieten für unseren Austausch. Wir wollen uns in der nächsten ungefähr knapp eine halbe Stunde austauschen, mit dem Ziel, einen Einblick in euer Leben zu bekommen und damit ohne Vorstellung, wie euch die Empathie und das Mitgefühl eben das sorgsame Miteinander in eurem Alltag begegnen. Und ich freue mich sehr auf einen bewegenden und angeregten Austausch mit euch und danke euch herzlich, seid ihr heute da. Doch bevor wir jetzt starten, fände ich es schön, wenn jedes von euch sich mit zwei, drei Sätzen vielleicht könnte vorstellen könnte, dass wir auch ein bisschen eine Ahnung von euch bekommen, für die, die ich vielleicht noch nicht so gut kenne. Möchtest du gerade anfangen, Martin? Ja, das kann ich machen. Eben, mein Name ist Martin Friedli, bin 33, komme seit jeher von Langnau und bin mit 19 in Autounfall gehabt und bin seither wie Wittwertin auf einen Rollstuhl angewiesen. Und wir zwei waren sogar noch zusammen in Notwil, in der Reha. Und ja, ich glaube, das wäre es so. Ich bin Daniela Schär, bin auch hier zu lange noch aufgewachsen, respektive Perl. Ich bin Mutter von zwei Söhnen und der Eltern, der Stefan, ist unser Handicap, wenn man von dem so reden will. Und ja, seit 25 Jahren hat sein Leben schon ein bisschen umgekrempelt. Ich kenne Betmannen zur linken und zur rechten Seite, auch schon von Kindsbeinen an. Und es ist mir eine Ehre, dass ich hier auch mitmachen darf. Ich bin der Witwer Martin, ich bin in Trubschach aufgewachsen und bin jetzt seit wie manchem Jahr. Perl, also Perl und Langnau seit dem 90. Und ich hatte auch einen Unfall gehabt, und Dino und ich, wir waren eben zusammen in Notwil. Ich bin ihn einmal besuchen im Oktober und nachher im November bin ich selber verunglückt. Oder? Und dann haben wir dort eine friedliche Zeit gehabt, oder? Also eine friedliche Zeit. Viel mehr, das Notwil sei ein Hotel, das ist nicht so. Das war eine harte Arbeit für uns. Wir mussten viele Sachen lernen, weil wenn man so querschnitt gelähmt ist, das ist gerade ein neues Leben, oder? Wir sind bei Tetra, gell? Tetra ist, wenn man der Haus, ja, Para. TH4, oder wie man dem sieht. Und wir haben wirklich eine friedliche Zeit gehabt, in Notwil, ich muss es sagen. Oder nicht, Dino? Ja, also. Wir waren drei Dino, wenn wir zusammen in Therapie waren. Der andere war auch Berner, der ist halber zu hergegangen. Also es hat nicht nur schlecht gehabt, das muss man schon sagen. Ja, ja. Also, es war lustig. Ja, können wir dann vielleicht noch ein bisschen näher drauf ist. Die Leute haben vielleicht halb gemeint, wenn sie das, was sie kommen, besuchen. Wir hocken hier alle in einem Eck drin und sind still und so, aber das war nicht der Fall. Wir haben auch gute Zeiten zusammen erlebt dort.
manchmal sehr gute Zeiten gehabt. Schon schön zu hören. Merci vielmals. Ich möchte euch ein bisschen austauschen, respektive von euch wissen, was der Film «Der Ball» bei euch so hat ausgelöst, was der bei euch gemacht hat. Ja, was will man da sagen? Es ist ein neues Leben hat angefangen. Und wir haben so, wenn wir ins Dorf gehen und so, die Leute sind auch so, ich muss sagen, wenn ich im Migros jemanden in die Beine fahre, dann tun sich die Leute noch entschuldigen, oder? Ja. Dabei bin ich nicht schuld, stimmt es nicht, oder? Ich denke, hey, der im Rollstuhl, der darf doch dem nicht ankommen. Aber das ist ja nicht ganz so, oder? Es gibt ja Leute, die ihm ausweichen, weil sie ihm nicht dürfen begegnen. Ja. Oder? Ja. Das habe ich viel erlebt, dass plötzlich Leute auf die andere Strassenseite sind, dass sie nicht mit mir reden müssen. Also, ein bisschen ausgewichen sind. Oder die, ja. Ich bin irgendwie ein bisschen schockiert. Oder ich weiß nicht, wie man dem soll sagen. Wie hast du das gesagt? Am Anfang war es eben sicher speziell, oder? Wenn du zu Notwil bist, sind alles gleich gesehen. Ja. Und dann kommst du zurück auf Langnau und meinst, es ging eigentlich so weiter, wie es vorher war. Und das ist schon nicht der Fall. Also, es kommt ein bisschen darauf an, oder? Ich habe mit dem Unfall selber habe ich eigentlich selten bis nie ein Problem gehabt. Also da kann man sich, oder habe ich auch das Gefühl, kann man sich drin schicken. Was ich einfach mehr Probleme hatte, ist das mit den Kollegen, oder? Dass einfach zwei Drittel von den Kollegen wie links liegen, oder? Und für die bist du näher, kann man sagen, das Handicap, oder? Also, ja, eigentlich das Gefühl, ich bin menschlich. Bin ich der gleiche wie vorher auch. Ich bin sicher viel schneller reif geworden, kann man sagen. Ja. Aber das war für mich das grösste Problem gewesen. Ich glaube, es hat doch ein bisschen Zusammenhang mit dem Film, den wir vorher geschaut haben. Also. Weil man vielleicht mit dem, was sie machen können, nicht mehr ganz gleich mithalten kann. Ja, oder ich habe früher viel gemacht. Viel Scheissdreck gemacht und, ja. Und das geht halt nicht mehr gleich wie dann, aber ich kann nicht mehr spontan, oder so. Ich habe früher die Frau und ich gesagt, so komm, wir gehen heute dort her. Das ist heute nicht mehr, wir müssen ein bisschen, wie soll ich sagen, bald planen, oder? Ja. Es geht einfach nicht Torti zum Haus aus, er muss ich also so. Ein bisschen Spontanität, ja. Das er ihm hat genommen. Ja. Das geht uns aber auch so, seit dem Unfall vom Junior. Da ist mit Zipni bei uns im Dorf angefahren worden, wo die zwei Gielen die Strasse überquert haben. Und zuerst sind wir uns fast ein bisschen wie Aussätzige vorgekommen im Dorf, weil die Leute haben uns so gemieden. In dem Sinn, dass wie du die Erfahrung hast gemacht, wo du, dass sie die Strassenseite wechseln. Es ist auch meinen Eltern auch so passiert. Und beim Film, den ich vorhin gesehen habe, der Bau, wir erleben es heute, nach 25 Jahren immer noch so, dass der Bau wie gäng um zugespielt wird. Sei jetzt das versicherungstechnisch, sei es, weil jetzt die einen das Gefühl haben, man macht es jetzt so, und die anderen sagen, nein, es läuft jetzt so. Und auch das Leben mit einem Behinderten in der Familie so, ich sage jetzt Behinderte, excuse, aber es ist so, dass auch dann das Leben einfach wirklich, wie bei diesen zwei Männern mit ihren schönen Cabriolet, auch wir sind so. Und die Spontanität fehlt auch bei uns. Wir müssen planen, wir können nicht mehr einfach spontan von Haus. Merci vielmals. Es ist sehr spannend und auch berührend, wenn wir das so
dürfen hören und euren Gedanken und auch Schicksal dürfen teilhaben. Im Film ist der Bub taubstumm. Er wird ja zuerst vom Mädchen zurückgewiesen. Aufgrund von seiner Behinderung. Sie versteht ihn einfach schlicht und ergreifend nicht. Ich glaube, sie meint es nicht böse. Habt ihr denn, ist schon ein bisschen angetönt, aber gleich auch so Erfahrungen müssen machen, dass ihr eben weit zurückgewiesen seid worden oder das Gefühl habt, man ist irgendwie nicht erwünscht? Ja, du hast ja das ein bisschen erlebt mit deinen Kollegen, oder? Ja. Das ist bei mir nicht so gewesen. Ich bin in Männerriegen drauf Schachen. Ich war dort 23 Jahre Obmann gewesen, oder? Und ich hatte den Kontakt noch weiterhin mit denen. Ich bin, am Anfang bin ich immer noch mit in die Turnhalle, aber nachher ist das mir etwas verleidet, oder? Ja. Wenn man vorher selber gebaut und macht. Aber egal, wenn irgendetwas ist, kann ich noch heute mitnehmen, oder? Schön. Ja, bei mir oder wir in der Familie haben die Abweisung von Gott dürfen, müssen, erleben oder erfahren, wo sie gerade raus hat gesagt, dir erwartet ja nicht, dass ich nur an einem sättigen Kind noch Gott bin. Das könnt ihr vergessen. Und das war sehr einprägend gewesen und auch eingefahren, wie verrückt. Aber sonst haben wir es gut. Und so, wie du vorhin hast erwähnt, Martin, oder ja, bei dir jetzt etwas weniger, aber die Freunde und die Kollegen, wir meinten, wir haben viel, aber plötzlich ist das einfach an zwei Hängen noch abzuzählen. Aber die stehen ein für uns, egal was ist, und das ist das Schöne. Und das hilft uns auch, weiterzumachen, egal was ansteht. Auf eine Art macht es mich ein bisschen hässig und es macht mich auch traurig, wenn ich Sättiges höre. Ja, ich finde es schade, ist unsere Gesellschaft dort manchmal nicht toleranter und offener. Und gleich finde ich es so schön zu hören, dass man eben auf Toleranz und auf die Empathie zählen kann. Und dass es in unserer Gesellschaft eben auch einen Platz hat und in meinen Augen unbedingt muss haben für jemanden, der ein bisschen anders ist. Ich glaube, das macht ja manchmal schon das Spannende aus im Leben. Das finde ich mir ganz wichtig. Und im Film nimmt ja nachher das Ganze so eine schöne Wendung durch mich. Der Bub bekommt dann seine Chance, die er sich so fest hat gewünscht. Das Mädchen geht auf ihn zu und sie fängt zusammen an zu schütten. Und es durch mich, es könnte wirklich eine schöne Freundschaft daraus geben. In was habt ihr euren Halt gefunden, wieder für einen neuen, in einen anderen Alltag, nach zurückzukämpfen nach dem Unfall? Also bei mir ist ganz sicher, die Familie ist sehr hinter mir gestanden. Also es heisst die ganze Familie, von Schwester, dann zumal noch Schwager und Eltern, Grosseltern, Onkel, Vollprogramm. Also diese Gänge voll ganz hinter mir gestanden und dachte, wenn die mich auch noch hätten, ja, auf Berndeutsch gesagt, Lakaien, dann wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und ich glaube, das darf man heute sagen, also ich habe den Rang, wenn man das so sagen will, zurück ins Leben gut gefunden. Und wage manchmal schon fast zu sagen, wenn ich den Unfall nicht hatte, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Also es hat nicht nur Grundschlechtes gehabt, das wird jetzt, oder wage ich schon fast zu behaupten. Ich bewundere dich gern, wie du mit dir Schlag kommst. Ich bin ein bisschen schwer, oder? Und meine Transfer, ich werde jetzt 72, und meine Transfere werden auch gern ein bisschen schlechter, oder? Ich bin mit 57 gelähmt worden, und nachher dann ist man schon ein bisschen gestabeliger als der 20-Jährige, oder? Mhm. Aber ich muss auch auf das zurückkommen, wegen der Familie. Das war für mich auch wahnsinnig gut gewesen, dass ich alle
Wir haben drei Kinder und da sind wirklich alle zu mir gestanden. Und in der Zwischenzeit bin ich, bin ich sehr stolz, 6 Grosskinder zu haben. Und das ist halb, wenn die jemanden kommen, ist für mich ein bisschen ein Nachteil. Da liegen überall Spielzeuge rum. Ich kann nie mehr durch, oder? Lotte, meine Frau, die hat mal mehr Spielzeug gekauft für Grosskinder, für die eigenen dann, oder? Ja. Aber das geht auch, und das ist etwas, was mich dann gleich aufstellt, oder? Ja, und ich denke, deine Grosskinder haben dich ja so lernen kennen, wie du jetzt die, bist. Für sie ist das normal, oder? Manchmal stehen sie dann drauf und dann muss sie Rösslispiel machen und so, oder? Ja. Gibt es denn irgendein so ein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, ja, das hat mir besonders gut getan? Ja, nein, nicht direkt so. Die Enten haben zuerst ein bisschen Angst, oder? Aber ja, nachher, heute bin ich einfach der, der im Rollstuhl ist. Und das ist nicht etwas Spezielles. Es ist vielleicht, was ich jetzt gleich noch gerne sagen würde. Ich bin ja parakomplett und Dino eben nicht. Das interessiert vielleicht viele Leute auch noch. Wenn wir müssen beiseln müssen, dann müssen wir katheterisieren, oder? Und wenn wir sonst noch auf AB müssen, das können wir eben auch nicht, dann müssen wir mechanisch noch nachhelfen, oder? Und das machen wir alle Morgen. Einmal ich. Und das sind dann schon ein bisschen Sachen. Im Rollstuhl hocken, das ist noch eins, oder? Aber das Drum und Dran, wo ist, ist manchmal nicht so einfach. Oder wie siehst du es da? Ja, also, man gewöhnt sich daran. Ja, man gewöhnt sich daran. Ich bin jetzt eben zum Glück inkomplett. Ich habe nicht gerne du spürst so eine Sache eben wie du, oder? Also. Und man hat einfach länger. Und das ist also, vielleicht inkomplett heisst, du spürst deine genau, Beine. Ich spüre eigentlich Beine wie, in Anführungszeichen, die normalen auch. Ja. Das einfach nicht bewegen. Und oder, das ist ein Riesenvorteil. Ganz sicher, ja. Das ist gut, man spürt eben auch, wenn man irgendwie einen Infekt oder irgendwie etwas hat. Oder, das spürt man dann auch. Ja, aber das sind Kleinigkeiten. Ja. Und der Vorteil, den ihr zwei Männer habt, ist, dass ihr zwei könnt es aussprechen, ihr könnt es sagen. Unser Sohn kann nicht mehr reden. Sein Sprachzentrum ist komplett kaputt. Er hatte schwere Kopfverletzungen gehabt oder hat ging noch eigentlich. Und das ist eine extreme Herausforderung, bis man dann merkt, wenn ein Infekt rum ist oder eben sonst etwas nicht gut ist, bis wir es dann schnallen, das macht es schwierig. Und nach so vielen Jahren Sohn gerecht zu werden, ist manchmal eine extreme Herausforderung und tut auch weh, wenn man dann im Nachhinein spürt, ich habe es nicht gemerkt oder ich habe es nicht geschnallt. Das ist dann extrem schwierig. Kannst du das vielleicht an einem Beispiel oder magst du es ein bisschen genauer sagen? Wie versteht ihr den Stefan? Wie kommuniziert ihr zusammen? Wir verstehen unseren Schlitzohr mit der Mimik zur Hauptsache. Wenn ihm etwas gar nicht passt, macht er sich mit Lauten, die dann wirklich ein bisschen die Ohren anschlagen, bemerkbar. Er fährt an, verstunken auf dem Rollstuhlbrettli, macht er Lärm oder knutscht mit den Knien an den Tisch, dann stimmt davon mal etwas nicht. Oder Kopfweh kann er uns zeigen, indem er mit beiden Händen den Kopf hat. Oder wenn er sonst nicht so macht, hat er den Kopf auf dem Tisch. Aber letzten Frühling haben wir alle nicht gemerkt, dass er eine Ammoniakvergiftung macht. Das ist von der Leber. Die Medikamente bauen ihm die Leber abbauen und irgendwie hat sich da eine Vergiftung im Körper drin. Und scheinbar hat
Der Stefan schon länger Bauchweh gehabt und sonst Probleme. Und wir haben das nicht gemerkt, bis er ist mit Dureppi und fast ins Koma gefallen ist durch die Vergiftung. Und da kommt man dann noch einmal auf die Welt, wenn man dann merkt, wie weit aus das ist, weil man den Menschen nicht hat verstanden hat, ob schon man ihm ja sehr nach ist. Wie ist es denn für dich? Der Stefan lebt ja nicht mehr bei euch daheim. Er führt die Anführungszeichen auch sein eigenes Leben, was ja auch schön ist. Wie war der Prozess, ihn so loszulassen? Heftig. Und ist immer noch heftig. Mir geht ne in fremde Hänge. Und am Anfang haben wir auch in der Familie zu kämpfen gehabt, also nicht in der ganz nahen Familie zu kämpfen gehabt damit, mit der Aussage, ja, jetzt schieben sie ihn ab. Aber ich möchte auch gerne sagen, dass wir ihn nach wie vor jetzt das zweite Wochenende hinnehmen. Wir nennen viermal 10 Tage heim, und das ist für uns ein 24-Stunden-Job. Es gibt Tage, wo der Stefan nicht fahren kann und 24 Stunden einfach voll am Rotieren und Hüntern und Machen ist. Und es ist noch heute nicht einfach, nur mit der Institution zurückzubringen. Wobei dort hier wir haben den Sechser im Lotto verwünscht. Er ist sehr wohl, er ist seit 18 ist er dort. Er wird jetzt 32. Aber es ist nach wie vor noch ein Kampf. Und der Bruder vom Stefan, der leidet manchmal schon. Er hat uns gesagt, du wirst Brütchen. Du wirst immer mein Brütchen sein, egal was ist. Und das Bang, das die zwei auch noch haben, das ist dann noch eine Chance. Und das ist unbeschreiblich. Und letzten Frühling, als du eben am Stiefel nicht ist gut gegangen hat, du der Jüngste noch am meisten gelitten, weil er ihm nicht helfen konnte. Das sind sehr bewegende Worte. Und ich glaube, ich möchte die einfach so stehen und ein bisschen einfach setzen für uns alle. Und irgendwie möchte ich probieren, zu einem Abschluss zu kommen und habe gleich noch eine letzte Frage, die ich Ihnen stellen möchte. Ich möchte die ein bisschen allgemeiner fassen, und zwar so, wie erlebt ihr euer näheres Umfeld, die Familie? Dort sind wir schon ein bisschen drauf eingegangen. Aber eben auch Gesellschaft. Wie ist euer Berufsalltag? Wie erlebt ihr den Umgang dort mit eurer Einschränkung? Habt ihr das Gefühl, ihr begegnet dort so einem sorgsamen Miteinander, wie man es sich wünscht? Also jetzt bei mir, es ist sicher... Oder es ist nicht nur, wenn man Geschäftsführer ist, dann ist man nicht nur im Geschäft. Oder man muss ein paar zu Kunden oder eine Bausitzung und so. Und wenn ich da oben aufkreuze, sage ich jetzt einmal, dann schauen sie manchmal etwa halb ein bisschen komisch. Aber helfen eher, also das ist sicher. Ich sage jetzt mal, wenn der erste Rektor ist, dann geht es dann auch gut. Und das ist schon, wenn ich im Coop einkaufen gehe oder so, wenn die Frau nicht mitkommen kann. Oder die Regale sind hoch. Ja. Wenn ich da jemanden nebendran frage, also ich hätte jetzt noch nie jemanden gehabt, der gesagt hat, schau selber. Also das sind alle offen. Also. Und du hast, also soll ich es verstehen, erlebst du dort eigentlich sehr eine tolerante Gesellschaft? Oder hast du das Gefühl, du müsstest diese Situation rechtfertigen? Nein, das sicher nicht. Bis jetzt hätte ich noch nie irgendwie etwas Negatives. Ja. Gut, ich weiss dann aber nicht, was sie sagen, wenn ich gegangen bin, aber... ja. Nein, aber das glaube ich nicht. Die Leute sind wirklich... wie du siehst, wenn man etwas muss haben muss, und jemand fragt, die helfen ihm. Wenn ich gehe eine Woche noch eine Stunde in Therapie, wenn ich nachher ein bisschen gestabelt mich anlege, dann gibt es sofort Leute, die sagen, ich kann dir helfen. Oder? Ja. Das ist auch so, Leute rundum sind super, muss ich sagen, super. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand irgendwie komisch da hat. Schön. Wie hast du es?
Ja, bei uns heisst es Palpe, wenn wir unterwegs sind mit dem Sohn. Mutti, was hat der Bub? So, hab jetzt den Mund, komm. Ja. Und da habe ich jetzt angefangen und habe gesehen, warum soll jetzt euer Kind nicht wissen, was unserem Sohn passiert ist oder warum er im Rollstuhl ist. Ja. Und dann habe ich auch angefangen, bei Aachen geknäulen, wenn es noch kleinere Stündchen vor allem sind, und erklären, was passiert ist. Und dann ist das gut. Und die Frauen schauen dann meistens ein bisschen beschämend um. Ja. Und ja. Ja, ich denke, es ist bei eurer Situation doppelt schwierig, weil der Stefan ja nicht selber kann sagen kann. Und man dort auch nicht weiss, was möchte er, was man über ihn erzählt. Das ist natürlich eine ganz schwierige Situation. Oder wie hast du das? Er stunkert halber. Wenn ja. Er nicht will, dass man weiss nicht wie erzählt, dann macht er sich bemerkbar. Und dann ist klar, jetzt ist fertig. Finde ich sehr, sehr wichtig, dass er das kann. Und dass er eben auch Leute um sich herum hat, die alle Leute um sich herum haben, die ich verstehe und dir vertrauen und man das eben so kann mitteilen kann, dass es für einen stimmt. Ja, das ist schon noch interessant. Manchmal ist so Kinder auf der Straße. Mutti, was hat der Mann? So, dass ich, aber das, ich tue auch weh, wenn ich mit dem Handbike bin. Und jemand fragt und so, die sagen, schau, da kannst du das schauen. Ja. Das ist, finde ich auch super, dass die Kinder wissen, was überhaupt los ist, oder? Ja, dass man Hemmungen kann abbauen, oder? So. Ja, genau. Brücken bauen, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Erlebst du das auch mal? Dass du angesprochen wirst zwischendurch. Ja, aber mit den kleinen Kindern gehe ich meistens halber aus Weg. Weil das ist mir halber ein bisschen zu blöd. Und dann vor allem auch die Eltern. Den Kindern würde ich es halber noch ändern erklären. Aber man merkt dann, der Eltern ist es nicht recht. Und die Kinder fragen gerne, wie mehr und wie mehr. Und es gibt kannst du dann schlecht sagen, so jetzt bist du still. Ja. Ja, ich denke, dort muss jeder einen Weg für sich finden, wie es für ihn stimmt, wie man dort damit umgehen will. Das Problem bei unserem Sohn ist noch, er versteht alles. Ja. Auch wenn man mit ihm normal redet oder so. Und er kann sich nicht mehr äußern. Und ich finde, das ist auch sicher einfach für ihn am schlimmsten. Oder auch von den Entscheidungen her. Er kann nicht sagen, ich will jetzt das oder ich will jetzt dieses. Es wird quasi ein Leben lang über ihn bestimmt. Und das tut mir manchmal als Mutter auch sehr weh. Das stelle ich mir auch ganz schwierig vor. Ja. Das glaube ich, ja. Und gleich denke ich, ist er ja sicher froh, hat er so Leute um sich, die er so vertrauen kann, dass er auch davon ausgehen kann, dass man in seinem Willen entscheidet. Das finde ich ganz wichtig. Mama auch schon. Gell? Also ich zum Beispiel, ich sage viel, ich habe 57 Jahre habe ich gelebt, oder? Mhm. Habe eigentlich ein gutes Leben gehabt. Ich bin auch, während 8 Jahren bin ich noch auf See gewesen. Und ich habe sehr viel erlebt. Mir dauert der Ball mehr eben wie junge Leute, die dann im Winter waren und dann sind da junge Leute, die beim Skifahren verunglückt sind, sind auf Notwil gekommen. Ich habe auch mit denen mehr bedauern, weder mit mir selber. Oder? Weil ich eben wirklich noch gelebt habe. Oder? Du weißt, wie ich meine. Ja, ich weiß, wie du meinst, ja. Ich hatte ein gutes Leben gehabt. Dann ist halt der Schlag gekommen, fertig. Du bist nicht irgendwie böse mit Dino. Du erlebst ja selber, eben ins Auto einsteigen und so, das ist immer, vorher ist man bang in das Auto rein und jetzt muss man da in den Morgen so machen. Aber es ist ja schön, dass man überhaupt Auto fahren kann. Und da ist viel der Zeche da. Viel gemacht. Willst du irgendwie
abschließend auch noch irgendwie auf das eingehen, oder? Also jetzt auf den Zech? Wegen den jungen Leuten. Ja, eben. Oder wie du es empfingst? Ich glaube, dann auch noch jung gewesen, als ich den Unfall hatte. Ja, sehr jung, ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, wenn man jung den Unfall hat, können wir das Leben nicht mehr leben, oder? Hey, man kann das Leben weiterleben. Klar hat man eine Einschränkung, das ist das sicher. Aber das geht genau gleich weiter. Ja, das aber auch nicht böse gemeint. Ja, nein, das ist sicher. Das ist einfach mein Empfinden so. Oder? Ja, der Stefan war ja noch viel jünger. Ja, er war im Kindergarten, wo der Unfall ist passiert. Ja, ist und mittlerweile ein grosser, junger Mann. Und war aufgeweckt gsi, das hat man gespürt mit Sachen, die er dann mit 7 schon gemacht hat, wo man gar nicht daran gedacht hat, dass man das mit 7 kann. Aber es ist hart, aber wir sehen gerne das halb volle Glas wieder das halb leere. Und dann kommt man weiter. Das finde ich ein ganz schönes Schlusswort, wenn ich das so darf, entgegennehmen. Ich möchte euch ganz, ganz herzlich danken, seid ihr da gewesen. Ich möchte euch danken für eure Offenheit an diesem Austausch. Es ist doch auch schön, auf eine Art schön zu hören, wenn man auch schwere Schicksalsschläge hat müssen tragen im Leben und einen Umgang für sich finden und auch für sein Umfeld. Dass man in unserer Gesellschaft, dass es dort einen Platz gibt dafür und dass man in den meisten Fällen doch auf ein Toleranz und sorgsames Miteinander bauen kann. Und dort, wo das nicht der Fall ist, hoffe ich ganz, ganz fest damit, etwas in unserer Gesellschaft auszulösen und vielleicht in der einen oder anderen Situation dir ein bisschen einem toleranteren und sorgsamen Miteinander begegnen dürfen. Merci vielmals, seid ihr da gewesen. Und habt uns so offen an eurem Leben teilhaben. Das ist nicht selbstverständlich. Danke. Wir beten miteinander. Gott, ich bitte um das, was das Zusammenleben einfacher macht. Für mich ist das, dass wir nicht neidisch sind aufeinander, dass wir voreinander Respekt haben und dass wir einander helfen und beistehen. Das klingt einfach, ist es aber nicht. Für friedlich können das Zusammenleben braucht es Feingefühl,
Gelassenheit und ein offenes Herz für das Unbekannte. Um diese drei Sachen bitte ich auch. Miteinander auszukommen ist nicht einfach. Wir sind alle verschieden. Das eine kann das besser, das andere jenes. Und das ist gut so. Wir sollten das so annehmen. Ich glaube, dann ging es einfacher. Wir beten miteinander zu unserem Vater. Er möchte, kann laut mitbeten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Werte Gäste, es war interessant, eure Lebensgeschichten zu vernehmen. Und ihr habt uns Einblicke gegeben, was sorgsam miteinander leben in eurem Alltag heisst. Vielen Dank dafür. Wir danken euch ebenfalls,
dass ihr euch heute Morgen Zeit genommen habt, in die Kirche zu kommen. Liebe Manuela, liebe Elina und liebe Kolleginnen und Kollegen vom Kirchgemeinderat, euch allen möchten wir herzlich danken für die Unterstützung und Gestaltung des heutigen Gottesdienstes. Danke möchte ich auch allen anderen, die diesen Gottesdienst mitgestaltet haben. Vorab zuerst den jungen Leuten der Musikschule Oberemmental unter der Leitung von Uli Kipfer, die diesen Gottesdienst musikalisch umrahmt haben. Ein Dank geht an Renate Kiener Heubi für ihre Begleitung an der Orgel. Der Priska Gerber als Sigristin für das Zweckmachen der Kirche. An Michael und Eva Baumann danken wir für die technische Gestaltung dieses heutigen Anlass. Ich habe noch ein paar Mitteilungen. Zum Thema «Sorgsam miteinander leben» haben Viertklässlerinnen und Viertklässler vom Hingerdorf-Schulhaus zusammen mit der Katechetin Marietta Nussbaumer Zeichnungen gemacht. Wir haben sie mit einer kleinen Beschreibung im Chor ausgestellt und ihr seid herzlich eingeladen, die Zeichnungen anzuschauen. Sie bleiben bis am nächsten Sonntag dort. Danke den Kindern, die sie für uns gemacht haben. Ich darf euch noch die Kollekte von diesem Gottesdienst ans Herz legen. Sie geht auf Weisung vom Synodalrat zur einen Hälfte an kirchlichen Verein Palliativcare Bezirk Solothurn. In diesem Verein unterstützen freiwillige, schwerkranke Menschen und ihre Angehörigen. Sie besuchen sie, haben ein offenes Ohr aus bieten auch Hilfe an bei alltäglichen Sachen. Das ist für die Betroffenen eine grosse Entlastung. Die zweite Hälfte der Kollekte geht an Verein Solidaritätsnetz Bern. Dieser Verein engagiert sich für geflüchtete Menschen, die keinen geregelten Aufenthalt haben. Sie bieten eine Rechtsberatung an, einen Mittagstisch und Projekt für unbegleitete Jugendliche. Vielen Dank für alles, was zusammenkommt. Informationen zu den nächsten Gottesdiensten findet ihr im Anzeiger oder auf unserer Homepage. Ich bitte um ein Segen von Gott. Gott segne unsere Füße. Sie begleiten uns auf unserem Weg. Gleich, ob wir fahren oder gehen, ob unsere Wege steil sind oder flach. Gott segne unsere Hände. Mit ihnen werden wir umarmen einander, spielen, beten. Gott segne unser Mund. Es verbindet uns miteinander. Weil wir zusammen reden, lachen einander an, essen miteinander. Gott segne unsere Ohren. Mit ihnen hören wir zu. Lernen Neues, hören Musik. Gott segne unsere Augen. Mit ihnen können wir viel Schönes sehen, aber auch die Not in der Welt. Gott segne uns Menschen von Kopf bis Fuß. So können wir der Welt ein Segen sein. Amen.